lauschigen Leverkusen sucht die 23-jährige Eileen in einer XXL-Boutique nach heißen Verführer-Outfits. Sie hat sich in ihren Fahrlehrer Jürgen verliebt. Wenn ich jetzt mit der Cindy die scharfen Klamotten kaufen gehe und ich dann mit diesem Outfit zu Jürgen in den Fahrschulwagen steige, oh, der wird große Augen machen. Dann setzt sich Domme noch auf dieses Nashorn. Und jetzt habe ich den Beweis. Dommes Arsch ist größer wie der von einem Nashorn. Eileen hat ein Jobangebot als mobile Altenpflegerin bekommen. Das Amt übernimmt die Kosten für ihren Führerschein. Das ist doch auch schön. Ja, finde ich auch. Aber 56, 58, das ist doch nur was für dicke Frauen. Na, vielleicht fällt das ja kleiner aus. Ich probiere es einfach mal an. Ja, du bist ja auch ein bisschen dicker. Marianne! Oh nein! Leonie, guck mal, die Mama steckt fest. Komm, hilf mir. Warte. Oh, danke. Mein Gott, bist du mit deinem Futter stecken geblieben. Ja. Ja, und du bist eine Elfe, weißt du. Ich geh jetzt ja, deswegen passt es mir ja auch nicht. Was hältst du noch von sexy Unterwäsche? So was von unten drunter, ne? Ja. Ah, ich weiß nicht. Was hältst du hiervon? Obwohl. Aber wenn ich mir das so vorstelle mit dem scharfen Fahrlehrer so auf der Motorhaube. Ja, ich nehm's einfach mit. Ja, und guck mal. Was haben wir denn hier noch? Ach, guck mal, sogar reduziert. Ich krieg dich da nicht raus, Domme. Ich krieg dich da nicht raus. Du hast echt einen Knall, weißt du das? Ich hab gedacht, das gibt's doch nicht. Von meinem geistigen Auge habe ich schon gesehen. Die flexen das Hallendach auf und holen die mit dem Kran mitsamt der Rutsche da raus. Das ist ja auch geil. Reduziert so, ne? Und dann noch dieser reduzierte Stoff auf meiner Haut. Das nehme ich auch mal mit. Das okay. Kannst du einfach anprobieren. Bis tollen Leverkusenerinnen steuern die Umkleidekabinen an und werfen sich in einen Hauch von nichts. Stolz präsentiert sich Eileen in dem neckischen Negligé. Also das nehme ich auf jeden Fall schon mal. Ja. Das ist auf jeden Fall geil. So, und jetzt probiere ich mal das Rote da drüber. Ja, tu doch das mal. Ich bin richtig stolz auf Dominik, dass er sich jetzt endlich mal vorgenommen hat, was zu ändern. Und es hat sich richtig was bewegt. Und es macht mich echt richtig glücklich. Komm, lass dich mal umarmen, Kleines. Komm. Ich fand das richtig toll, dass Marianne zu mir gesagt hat, dass sie stolz auf mich ist. Und dann hat sie mich ja auch noch in den Arm genommen. Das sexy Stretchkleid ist genau nach Eileens Geschmack. Das ist total geil, ehrlich. Guck mal, und Taschen hat das auch. Also das ist so geil. Das muss dem doch gefallen. Ja, auf jeden Fall. Ich komme, mein Fahrlehrer hängst.